Meine Geschichte mit den City-Arkaden ist schon eine längere Geschichte. Es hat alles vor 3 Jahren angefangen, wo ich Stimmhelden in den City-Arkaden eben gewonnen habe. Ja, ich freue mich mega. Riesig. Ich hätte es nicht gedacht und ich bin so happy und das ist auch mein allererster Pokal und es ist so cool. Oh mein Gott, ja. Ich kann es echt noch nicht fassen. Sie hat uns einfach fasziniert. Es waren wirklich sensationelle Künstler dabei, aber sie hat uns einfach fasziniert und so hat sie dann auch gewonnen. Und ja, und ich habe sie eigentlich immer beobachtet, was macht sie weiter. Dann habe ich gesehen, eben, sie ist in der Volksoper engagiert, dann bei Starmania und so habe ich natürlich sehr gefreut, habe auch mitgefiebert. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich, dass wir wieder hier sind in den City-Arkaden und sie hier ihr Musical präsentiert. Zwischen Himmel und stürmischen See, durch Wüste und durch tiefen Schnee, den Wolkenturm hinauf, am Sternbild gerade rauf. Hier verborgen liegt ein Reich, aus Zucker wird sie gar so weich. Die Zeiger stehen hier still, man bekommt hier, was man will. Schaut mich alle an, an mich kommt. Heute stehe ich hier als Einhorn, weil alles, ich glaube, auch vielleicht vor diesen 3 Jahren angefangen hat. Der Kreis schließt sich somit wieder. Also ich finde einfach, dass Einhörner süß sind und ich wollte deshalb mitmachen, weil ich das Musical so süß finde. Einhörner gibt es wirklich, das ist das erste Musical, was ich anschaue. Kommt vorbei, es wird magisch, glitzernd, funkelnd. Und auf alle Fälle gibt es ganz viele Einhörner. Wir sehen uns am 12. November.